Achterbahn? Scheiß drauf. Fahr LKW durch die Eifel, Alter. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Donnerstag. Gestern ist etwas passiert. Ja, gestern ist was passiert, das ist scheiße gelaufen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte gestern zwar gesehen gehabt, dass die Karte bald voll ist, aber dann irgendwann hatte ich vergessen, auf diesen komischen Knopf da oben drauf zu drücken. Und die Karte war danach voll. So, das heißt, ich muss, oder wenn ihr das dann hier seht, habe ich wohl wahrscheinlich sehr, sehr viel Videomaterial weggeschmissen. Oh Mann. Ja, aktuell stehen wir schon wieder in Neuenkirchen-Fürden. Ich habe hier wieder Pause gemacht. Ich hatte gestern eine 15er-Schicht angebrochen. Somit ist heute also eine neunstündige Pause fällig gewesen. Ich hätte zwar jetzt, glaube ich, noch bis um 7 machen können, aber ich fahre jetzt gleich hier los, weil ich um 11 Uhr in Herzebruck sein muss zum Laden. Dann schauen wir mal, wie wir den Tag heute noch gestalten. Das wird heute ein bisschen... Also heute eine Rundtour. Also heute fahren wir quasi, wenn wir Hamburg hier oben haben. Also wenn ihr das so seht, hier oben ist Hamburg, dann fahren wir dann quasi hier runter. So in etwa, ja. Einmal hier so, zack, im Kreis. Über Hannover wieder zurück, quasi. Oder wir fahren querfeldein, müssen wir mal gucken. Ist vielleicht besser, querfeldein, von Herzebruck aus. Schauen wir mal. Ich lasse mich noch überraschen. Im Moment regnet das ziemlich stark. Was ich gar nicht gut finde, eigentlich. Aber naja, so ist es nun mal. Es hat richtig gegossen in den letzten 2 Stunden, aber richtig. Also hier kam ordentlich was runter. Gewitter, alles. Alles war dabei. So, machen wir mal auch Licht schon an. Das Lenkrad möchte heute nicht. Aha. So. Jetzt werden wir dann erstmal gleich gucken, dass wir hier so ein bisschen Richtung Toilette kommen. Weil wichtig. Ist so. Suchen wir uns mal einen Parkplatz weiter vorne, weil ich habe jetzt keine Lust, durch die ganzen LKWs durchzulaufen, nass zu werden noch zusätzlich, vor allen Dingen, weil es jetzt gerade wieder stärker nass wird. Ich habe jetzt echt keinen Bock zu. Blinker zumindest gehen. Bremslicht anscheinend auch. So. Und diese gucken wir mal, dass wir hier so ein... Lichter kurz parken können, weil es ist ja notgedrungen. Vielleicht holen wir uns auch noch gleich einen Kaffee. So, ich melde mich dann später.
So, da sind wir wieder in Münster-Hiltrup. Der Kunde ist da so ein bisschen leicht rechts zu sehen schon. Ja, da schmeißen wir mal eben 20 Big Bags runter. Und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Hansa Business Park, Kölner Straße. Das wird wahrscheinlich wohl nichts werden hier vorne raus. Müssen wir einmal rückwärts runter. So, wir stehen gerade auf der Waage. Jetzt weiß der gute Mikey auch, wie schwer sein LKW ist. Zumindest dieser Konfiguration sind wir bei 15.650 Kilo. Schon mal nicht wenig, ne? So. Jetzt ist der Kollege dran. Irgendwie seid ihr nicht gerade, oder? Ich bin nicht gerade, wie auch immer. Ja, vielleicht habt ihr ihn gerade gesehen. Der steht jetzt auch an der Rampe dran. Er hat das gleiche Gewicht drauf wie ich. So. Also, leer mit etwas unter drei Viertel Tank. Wir können ja mal kurz nachgucken, wie viel wir im Tank haben. Aber wir haben jetzt noch 422 Liter im Tank. Also mit 422 Liter im Tank, 418 jetzt, 417, ja, reduziert sich gerade so ein bisschen. Ja, sagen wir mal so um die 430 Liter, weil runden wir mal großzügig auf. Also, sagen wir mal 420 Liter, wiegt diese Kiste 15.680 Kilo. 15.680 Kilo. 420 Litern an Bord. So, Tupfer nochmal. Es wird nämlich schon wieder gerade so richtig schön schwül, obwohl das hier heute Morgen richtig schön gegossen hat. Es hat richtig gegossen. So, obendrein haben wir ja eben gerade wieder 3 Stunden gestanden. Und hier kann man schön frühstücken, sehe ich gerade. Sehr LKW-fahrerfreundlich. So, jetzt fahren wir Richtung Bremen, aber nur kurz. Hey, was ist das denn? Biegen Sie links ab, dann fahren Sie auf die Autobahn. So, und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, jetzt geht das nach Herzebruck-Klarholz. Dort laden wir wieder für Hamburg. Fahrzeit
eine Stunde 10 Minuten. Bedankt fürs Platz machen. Achso, brauchen wir auch nicht überholen. Wir fahren ja gleich wieder runter von der Autobahn. Hier das gleich 55 Kilometer über Landstraße. Läuft. So, ich melde mich später wieder. Bis dahin. Tschüss. Thank you.
Eieieiei. Junge, Junge, Junge. Ja, der Stefan ist da. Huch. Jetzt halt mal. Da ist er ja, der Stefan und seine Gute. Ach, da ist er ja auch noch. Guck. Hey, ja. Ist das nicht schön, das Gerät? Oh, ist das schick. Ja. So viel Licht ja, hätte ich auch mal ganz gerne. Wieder kaputt. Stimmt ja, da war ja noch was. Ja. Immer noch nicht. Aber vielleicht habe ich ja Licht im Reifen. Licht im Reifen? Gucken wir beim Reifen, ob er Licht hat. Ja, gucken wir mal, ob wir da Licht haben. Nein. Nee. Auch nicht. Auch nicht. Das ist ja auch ver... Nee. Oh, ja, die nee. Ist heute ausgefallen, genauso wie die andere. Eieieiei. Ja, kann man mal wieder Bieren tauschen. Das wollen wir aber nicht dem TÜV-Mann zeigen, jo. Nein. Wer hat frisch TÜV gekriegt? Oha. Das kann's nicht. Haut er ab. Er haut ab, er muss los. Nee, danke. Ich krieg nachher so oder so. Ja, ich hab da auch wieder kostengünstig eingekauft. Ja. Er fährt los. Da kommt ja gar nichts. Ups. Ja, die funktioniert ja wenigstens. Bis dann. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es jetzt gleich 2 Uhr. Es geht in die Endphase quasi. Ja. Wo fangen wir an? Erstmal möchte ich mich für den Besuch bzw. für das kurze Treffen bedanken beim Stefan on the road. Werdet ihr wohl gerade gesehen haben, ja? Wir haben uns vor etwa 2 Stunden getroffen, ja, etwa. Er ist jetzt auf dem Weg, ne, schon Richtung Rating. Ich folge ihm quasi gleich auf dem Fuße. Nein. Ja, ich werde jetzt gleich laden fahren. Ich fahre dann quasi fast in dieselbe Richtung. Es geht dann heute nach Troisdorf. Oder Troisdorf. Kann man nehmen, wie man will. Ich sage immer Troisdorf dazu. Auch, ja, weiß nicht. Die Einheimischen sagen vielleicht Troisdorf. Also die anderen sagen wieder Troisdorf. Also da scheiden sich die Geister. Ne? Weil die sagen auch mal Grevenbroich. Dann heißt es mal wieder Grevenbruch. Dann, ach. Aussprache ist Aussprache. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ne? Ja. Ja, wie gesagt, demzufolge, das wird gleich, also, geht da noch eine Helligkeit? Nein, geht gleich los. Ja, Karte schon oben, da habe ich gerade wieder gesucht, ne? Stehe gerade also hier auf dem Autohof in Soltau, Ost. Habe hier jetzt 9 Stunden Pause gemacht und... Dann laden wir gleich und dann geht das weiter. Ich melde mich dann. Ich halte auf dem Laufenden. Quasi. Also dieses quasi, ne? Wer auch einem immer dieses eingetrichtert hat, dieses quasi. Ich glaube, ich habe zu lange da irgendwie... Nein, Spaß beiseite. Ja. Geht gleich los. Ich freue mich drauf. Wir hatten ja schon lange keine Nachtrunde mehr. So ist es. Und dann morgen schön den ganzen Tag bei brütender Hitze. Ich hoffe, das regnet da unten und es bleibt kühl. Ne? Es sind 374 Kilometer aktuell. Schauen wir mal.
Ich melde mich. So, los geht's. Auflieger holen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier vernünftig rauskommen. Das gibt's gar nicht, wie die hier schon wieder stehen. Ey. So, da sind wir wieder. Jetzt geht's los. Kurz Kaffee geholt. Hat auch nicht länger gedauert. Nein, hat es nicht. Anderthalb Stunden zum Laden von 33 Paletten. Oh, schönes Teil hier. So, das was hinten brummt. Nicht aufgepasst, wieder meine Akkus nicht tagsüber geladen. Doof gelaufen. So, ich mach's kurz. Wir haben Freitagabend,
21.43 Uhr. Ich bin jetzt gerade hier in Troisdorf. Ich stand hier heute den ganzen Tag über bei dem Kunden. Danke an den Kunden, an die Jungs hier in Troisdorf. Vielen, vielen Dank, dass die mir ermöglicht haben, das so zu machen, dass ich an der Rampe stehen bleiben durfte, um meine Ruhezeit einlegen zu dürfen, weil es gab da Schwierigkeiten. Ist leider so, hat man manchmal so. Und vielen, vielen Dank, dass ich da, dass dann das mir so ermöglicht worden ist, dass ich halt eben an der Rampe meine Ruhezeit einlegen durfte, meine Ruhepause. So, jetzt geht's nach Hamburg. 440 Kilometer liegen vor uns, mitten im Umweg über Recklingen und Essen. Aufgrund dessen, dass die A1 bei Hagen West gesperrt ist, in beide Richtungen. Anscheinend wegen Brückenbauarbeiten oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich wollte es nur kurz fassen, 2 Minuten liegen. Ne? So. Falls ich mich morgen früh nicht melden sollte, weil wie auch immer, keine Ahnung. Wünsche ich hier schon mal euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt Gefallen gehabt. Ich glaube, ich werde aus dieser Woche 2 Teile machen. Wenn ihr das gesehen habt, habt ihr wahrscheinlich schon Teil 1 gesehen. Und Teil 2 folgt dann im Anschluss, denke ich mal, weil das ist ordentlich was gewesen. Das ist eine ordentliche Woche gewesen. Und ja, von daher, ich wünsche euch was. Bis dahin, tschüss. So, da bin ich schon wieder. Leicht verschlafen. Gerade Pause gemacht, hier wieder mal in Neuenkirchen-Vörden. Das ist auch irgendwie einer meiner Lieblingsrastplätze, aber heute irgendwie mit kalter Küche. Zwei Schokobrötchen mitgenommen zum Wachwerden, zum Frühstücken. Ja, auf geht's weiter. Richtung Heimat. Wollen wir auch mal nach Hause kommen, ne?
Herzlich willkommen in Hamburg. Jawohl, da ist er wieder. 5.30 Uhr gleich. Halbe Stunde jetzt gerade gebraucht, um den LKW mal ein bisschen auszuräumen. Dann geht hier diese Klappe nicht mehr zu. Naja, egal. Kann man mitleben. Ist ja nicht mehr der Jüngste. Was wollte ich noch sagen? Ich hoffe, euch hat die Woche gefallen. Wie gesagt, glaube ich, es werden, sind wohl dann zwei Teile geworden, weil das wohl sehr viel Material ist, was ich habe zum Schneiden oder hatte zum Schneiden. Ich muss ein bisschen umdenken in die Vergangenheitsform. So, nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt, dann irgendwann, ne? Weil muss man ja auch so sagen, dann ja, ich bin jetzt ein bisschen dichter dran, weil ich räume nebenbei ein. Das ist halt so. Muss da auch gemacht werden. So. Ja, es war ein schönes Wochenende. Montag geht es wieder weiter. Mal gucken, ob ich dann, was ich dann filme, wie ich es filme, was ich filme. Werden wir noch sehen. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.